Glück auf, Freunde. Willkommen zurück. Wir sind nach wie vor auf der Krabbeninsel unterwegs, aber nicht mehr lange, denn wir haben jetzt nur noch dieses kleine Stück hier zum Erkunden. Danach begeben wir uns zum Schiff. Und vom Schiff aus begeben wir uns nach Takarigua in der Hoffnung, unsere Patty zu finden. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Aber hallo. Kannst nicht schwimmen, hä? Unnützes Biest. Wo bist du? Erstmal voll das Vieh aus den Augen verloren. Oh ja, knüppeln wir es in die Ecke. Das war's mit dem Vieh. So. Ah, Echsenluder. Als ob die zu zweit kommen. Au, als ob die mir in die Wampe kraulen. Ich will nicht gekrault werden. Habt ihr sie noch alle? Da, du Wasserechse. Friss das, du Wasserechse. Aua, ah. Sei doch nicht schon wieder so ungehalten hier, sonst gibt's auch einer ran, das sag ich dir. Als ob ich das zulassen würde. Als ob du mich auf die Entfernung... Stück. Oh nein. Du musst was unternehmen. Fingerfertigkeit und Einfluss kann gesteigert werden. Fingerfertigkeit ist auch was Schönes für Schlösser knacken. Ich habe zwar noch keinen Dietrich, aber man kann es ja trotzdem mal lernen, ne? So, und jetzt zeigt mir doch mal, was für ein Geheimnis ihr hier bewahrt. Bewahrt ihr hier überhaupt ein Geheimnis? Na, zumindest ist hier eine Pflanze, hä? Klingenplatt. Wenn die Klinge platt ist, müsst ihr sie halt nochmal aufpumpen. Ich seh dich, ich seh dich. So, ich denke, wir sind fertig soweit. Bring uns an Bord deines Kahns. Klar. Am besten, wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Wird geladen. Aha. Nee, warte, ich will noch nicht in See stechen. Ich will mich erstmal hier umgucken, ob es hier was gibt. Leiter. Na gut. Dann würde ich sagen, in See stechen. Aha, die Landkarte. Die kommt uns ja doch schon ziemlich bekannt vor. Viele Orte hier... sehen gleich aus. Takarigua zum Beispiel kennen wir ja. Antigua kennen wir auch. Die Insel der Diebe sowieso. Taranis, auch Donnerinsel genannt. In den umliegenden Minen der Magier sind Kristalle aller Art zu finden. Die Donnerinsel, ist das die ehemalige Sturminsel? Kann das? Kila, kleine Südseeinsel. Man sagt, die Eingeborenen, die hier leben, seien besonders abergläubig. Dann haben wir noch die Nebelinsel. Sagenumwobene Insel des Westens. Man munkelt, dass noch nie jemand von ihr zurückgekehrt ist. Und Kalador, auch Eisenbucht genannt. Die Ruinen der dunklen Krieger sind hier auch heute noch zu bewundern. Ich würde sagen, wir laufen zuerst an, was wir kennen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Antigua, das liegt uns jetzt hier am nächsten. Und Kommandant Alvarez kann uns bestimmt Ausrüstung verschaffen, also segeln wir mal zuerst dahin. Wir legen ab von der Krabbenküste und suchen unser Glück auf einer der nächsten Inseln. Es wird schon wieder was geladen. Ich fasse es nicht. Lad schneller, du Stück, sonst spuck ich dir ins rechte Auge. Richtig schön in die Ecke rein, dass du richtig übelst wischen musst, um den Schmodder wieder rauszukriegen. Das sage ich dir. Aha, kaum stöhnt man ärgerlich, schon klappt's. Das ist gut. Oh oh. Was um alles in der Welt ist das? Der Grund, warum Admiral Alvarez dich sehen will. Geisterschiffe? Ich habe so eins schon mal gesehen, aber das war in einem Traum. Nein, 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 das ist kein Traum. Es ist Crow. Piratenkapitän Crow. Dieser Halsabschneider? Der ist doch schon lange tot. Er ist aus dem Schattenreich zurückgekehrt und entert jedes Schiff, das sein Wasser kreuzt. Mit seinen Schergen und seiner verfluchten Flotte. Schattenreich. Wir müssen hier verschwinden. Wenn sie uns entdecken, sind wir erledigt. Allerdings.
Hau mal lieber ab, das ist mir hier eine ganze Spur zu gruselig. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass der Ladebildschirm für die Zwischensequenz war, oder? Also du willst mir ja wohl. Kannst mir gleich mal die Füße putzen, wenn du willst. Mehr aber auch nicht. Schick mich jetzt gefälligst auf diese Insel. Ich will Urlaub machen. Ich will einen Longdrink und dann will ich was Leckeres zu futtern. Und am besten was mit Scampis oder Meeresfrüchten, ja? Dann will ich hier mal richtig entspannende Musik. Ein bisschen Sonne wäre auch was. VIP-Hotelzimmer mit Ausblick oder was? Casino in der Nähe wäre auch schön. Mit unbegrenzten Kredit und so, ne? Lad gefälligst schneller. Wumms. Auf hoher See, 20 Punkte. Na, das ist ja schön. Antigua, willkommen. Antigua kennen wir ja auch noch. Kapitel 2, neue Verbündete. Wieso legen wir nicht direkt in der Bucht an? Was ist da los? Ich mach mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Warum das? Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Hoffentlich. Wenn ich das nächste Mal ein Bett befinde, werde ich es benutzen. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Nein, ich weiß nur, was sie hervorbringen. Seelenlose Kreaturen, die uns nach dem Leben trachten. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Alles klar. Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes. Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wie ist das möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich weiß, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Irgendeine Macht Seele plus eins, das ist schön. Greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. Komm mit. Klar. So, gut. Dann würde ich sagen, wir legen mal an zum Weststrand, bitte. So, und jetzt lasst mich doch mal schauen hier. Wo sind wir denn? Ah, hier sind wir. Kommen wir hier hin? Das sieht so lustig aus. Kommen wir hier hin? Das sieht auch so lustig aus. Eigentlich müsste man ja hinkommen, jetzt wo wir schwimmen können. Müssen wir bei Gelegenheit mal probieren. Und ich habe gesehen, wir haben ja auch direkt eine Karte gekriegt. Wahrscheinlich haben wir doch von allen Orten schöne Karten. Das ist gut. Das Kartengesammel ging mir immer auf den Geist in Risen 2, offen gesagt. So, guten Tag. Oh, der hat aber eine Fettrüstung. Hey du. Sei vorsichtig. Die Insel hier ist gefährlich. Natürlich. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Sicher. Aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Was? Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter. Hüter der Magie und Beschützer der hohen Magier von Taranis. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Interessant. Hast du vielleicht... Also, ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt? Damit werden wir schon fertig. Sicher? Klar. Ja. Und jetzt komm. Na schön, aber auf deine Verantwortung. So, Ramon schließt sich dir an.
Ich klaue mir erstmal deinen Fisch, mein lieber Ramon. Darf ich die Pfanne vielleicht benutzen? Nee. Brauche ich die überhaupt? Nee, die brauche ich nicht. Das ist gut. Erstmal den rohen Fisch wegschnackseln. Dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Schon haben wir unseren Proviant mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Gut, dann wollen wir mal. Höllenhunde zerkloppen ist meine Spezialität. Da kannst du speichern, so viel du willst, du Spiel, du. Jetzt gibt's Höllenhunde zum Mittag. Und vielleicht kriegen wir hier ja auch bessere Ausrüstung, weil irgendwie sehe ich nicht besonders furchteinflößend aus. Und ausgehalten habe ich auch nicht viel, Schaden habe ich auch nicht viel gemacht. Ich hätte gern ein bisschen besseres Gelump. Da, Höllenhund. Ih, du leuchtest aus den Augen. Das ist ungesund, glaub's mir. Ah! Geh mal weg. Heinmück? Nein, das machen wir gar nicht. Sitz! Platz! Auf dem Boden mit dir! Komm mal wieder runter, du Höllenhund. Ja, das hättest du jetzt wohl gern gehabt. Au. Na, könnt ihr vielleicht auch mal zuschlagen? So. Da kann ich jetzt erstmal nichts gegen unternehmen. Gut, gehen wir halt weiter. So, links oder rechts? Wir gehen mal hier lang. Oh, was ist das? Hallo? Teleporter Hafenstadt von Antigua. Kann ich den benutzen? Teleportstein einsetzen. Geht doch. Das klingt gut. Das heißt, es ist nicht wie in Risen 2, dass wir automatisch Schnellreisepunkte haben, sondern wir müssen die selber benutzen. Okay. Wir müssen Teleportsteine finden und die einsetzen, damit das klappt. Holy moly! Ist es das hier? Ja, das hier ist die Hafenstadt von Antigua. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Hier, nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal, meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Die wunderschöne Stadt Antigua, gut, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ah, was geht jetzt ab? Du Köter! Weiche von mir, Dämon! Oh, shit. Danke fürs Heilen, Kollege. Hör auf, mir die Erfahrung zu klauen, du mistliche kleine Drecksqualle. Dafür hau ich dich um so... Oh, shit. Klau mir die Erfahrung, ich flehe dich an. Verzeihung. LOL. Der Wächter hat Fettmagie drauf. Du hast mir die Erfahrung geklaut, das war... Das gefälligst nicht nochmal. Ist echt so, lass uns mal in Ruhe, Kollege. Bergkristalle und Kohle. Oh, der Miguel oder wie er hieß, ist schon mal tot. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Hier ist ganz schön was zu Bruch gegangen. Also der Stadt geht's nicht gut. War das Lagerhaus noch intakt? Könnte daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Das war vielleicht einfach ein Unfall, Held. So, ich leg mich jetzt erstmal in das feuchte Bett. Ich sollte ja unbedingt schlafen, hat er gesagt. Also nichts wie rein in die Federn. Und es wird schon wieder was geladen. Irgendwas passiert hier. Irgendwas Unschönes, würde ich jetzt behaupten. Schattenreich gefunden. Plus 200. Oh Mann. Was? Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Das denke ich mir auch gerade. Ich habe Seelenstaub gefunden. Mendoza, dein Ernst? Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen.
Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Haut die Quacksalbertasche ab und anscheinend wache ich auf, kann das? Mann, was für ein Albtraum. Allerdings. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Seele minus eins, danke. Sehr nett. Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Würde zu dir passen. Das sagst du doch nur, um mich zu verhöhnen. Nein, danke. Ich verzichte. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Miesen. Bitte, was ist mit dem Sound los hier? Ich habe hier ein bisschen Soundprobleme gerade, kann das? Wir schlafen jetzt einfach mal bis zum nächsten Tag zum Mittag. Und dann läuft der Hase hoffentlich wieder geordnete Bahnen. Ah, eine Kiste. Flintskiste. Was haben wir denn hier drin? Apfel, Fusel, Gold, jede Menge und einen schönen Kristall. Kannst Härte steigern. Will ich das? Ich denke schon, dass ich das will. Hau drauf. Und irgendwie habe ich gerade wirklich ein bisschen Probleme mit dem Spielsound. Ich glaube, nach diesem Video muss ich das Spiel mal neu starten, bevor ich hier weiter zöckel. Ich brauche einen Dietrich. Ein paar hinter die Kieme brauchst du, mein Freund. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts weiter. Sind hier noch höllenhafte Hunde unterwegs? Wenn ja, kriegen die von mir gleich mal eine von Latz oder was? Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab dich lieb, Fridolin. Klaus, sitz. Sitz! Böses Wuff-Wuff! Willst du Daddy kleiner Liebling sein? Willst du heute Abend gekraut werden? Willst du auf meinen Schoß? Dann musst du dich jetzt benehmen und schön Heier machen. Dreckshöhle, was denkst du, wer du bist? Verschwinde! Ist einfach so... WTF? Hallo, Flynn? LOL! Hab ich gut gemacht. Danke. Du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Taschendiebstahl habe ich leider nicht genug. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Die habe ich mir doch längst gekrallt. Ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Aha. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Hab ich schon. Vielen Dank. Tatsächlich? Na dann, viel Spaß damit. Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann.
Einen Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Allerdings. Lagermeister? Stelle ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Dann lieber doch Kisten verwalten. Du sagst es. Ich bin noch nicht gut genug. Na schön, Dank auch. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Jetzt, wo du fragst, da gibt es tatsächlich etwas. Mein Bruder Quinn hat ein Schwertstück in seinem Besitz, das ich gern hätte. Bring es mir und deine Taschen füllen sich mit Gold. Zauberei. Wo steckt dein Bruder Quinn? Das ist eine gute Frage. Der Halunke hat sich irgendwo verkrochen. Laberte was von einer Insel mit Eingeborenen. Kila war's. Gut, ich halte die Augen offen. Ich werde dir das Schwertstück besorgen. Wunderbar. So einer wie du wird es noch weit bringen. Was du nicht sagst. Einer, der den ganzen Tag sich bückt und alle Drecksaufgaben erledigt, oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. So, Freunde, ich gucke hier nochmal schnell den Raum durch, aber ich finde hier nicht viel außer einem hübschen Apfel. Wir machen Schluss für heute. Ich starte mein Spiel neu und beim nächsten Mal geht's in alter Manier weiter. Macht's gut.